Ja, Freunde, nach 4 Jahren im Early Access ist es heute endlich soweit. Subnautica wird komplett veröffentlicht. Wer es nicht kennt, Subnautica ist ein Survival Game und da werdet ihr denken, oh nee, nicht schon wieder ein Survival Game. Aber es ist ein etwas anderes Survival Game. Die Story ist noch nicht so besonders. Wir stürzen mit diesem großen Raumschiff auf einem unbekannten von wasserbedeckten Planeten ab und haben am Anfang nur eine Überlebenskapsel, also einen Lifepod und sehr limitierte Ressourcen zu unserer Verfügung. Da sieht man das Lifepod. Und ja, wir müssen dann im Verlauf des Spiels natürlich uns ernähren, uns gesund erhalten, Ressourcen sammeln, um dann letztendlich, das ist das Endziel des Spiels, von diesem Planeten zu entkommen. Aber bis es soweit ist, wird einige Zeit vergehen. Und wir werden immer weiter und immer tiefer in den Ozean vordringen. Und um das tun zu können, müssen wir verschiedene Blaupausen sammeln und ja, die uns dann dazu befähigen, mit Hilfe von verschiedenen Ressourcen auch, die wir auch quer über die Karte verstreut nur finden, dann letztendlich eine etwas größere Base zu bauen. Wie man hier sieht, ist das meine erste Base, die ist noch im ziemlich flachen Wasser, aber wir werden im weiteren Verlauf des Spiels immer tiefer in die Ozeane vordringen und auch vordringen müssen, denn bestimmte Blaupausen finden wir nur in bestimmten Tiefen und auch über die ganze Map verstreut. Und das Ganze macht also zumindest mir sehr, sehr viel Spaß. Es ist sehr durchdacht, auch sehr komplex und hat in den 4 Jahren Early Access auch eine ziemlich ja, aktive Community hervorgerufen. Und das Geile an dieser ganzen Geschichte, ich bin auch von Anfang an mit dabei gewesen, ist, dass die Developer, die Devs, sage ich jetzt mal, ne, auch auf das gehört haben, was die Leute wollen. Also es ist jetzt nicht so ein DayZ-Drama, wo das eigentlich keinen interessiert hat, was die Leute wirklich wollten, sondern hier wurden die Sachen und die Anregungen auch tatsächlich verwertet und auch eingebaut. So haben sich im Laufe der 4 Jahre Blaupausen, verschiedene Zusammensetzungen und auch verschiedene Ressourcen sehr, sehr verändert. Und also ich kann nur sagen, wer sich für dieses Genre interessiert, der sollte einen Blick riskieren. Denn es macht wirklich Spaß. Hier zum Beispiel jetzt, ich habe lange Zeit gebraucht, die ganzen Ressourcen für mein erstes kleines U-Boot zusammenzukriegen und der Moment, in dem man dann einsteigt und dann das erste Mal ausfährt damit, ist einfach nur geil. Und dann natürlich diese Bilder, das sind die Bilder, da ja, versinkt man regelrecht, ne? Nicht nur im Ozean, sondern tatsächlich in der virtuellen Realität, was es alles an verschiedenen Tieren und Pflanzen, also Fauna und Flora dort gibt und auch verschiedene Biome, also Lebensräume, die sich alle voneinander unterscheiden und die man auch alle irgendwie erforschen muss, denn in denen gibt es dann auch die verschiedenen Sachen, die, wie gesagt, zum Endziel führen. Aber es gibt natürlich auch, ja, Raubtiere, sage ich jetzt mal, oder Gegner, fiese Sachen, die einen daran hindern können. Und selbst nach 4 Jahren treibt mir der Kollege, den wir gleich sehen würden, immer noch Schauder über den Rücken. Da gefriert mir buchstäblich das Blut in den Adern, wenn der auftaucht. Das ist nämlich der, glaube ich, meistgehasste Kollege in dem Spiel, der Reaper. Wir müssen hier weg. Wir müssen hier weg. Und ja. Subnautica ist eine ganz klare Kaufempfehlung von meiner Seite aus. Hier sieht man zum Beispiel, wie ich in 200 Meter Tiefe die Blaupause für einen Thermalreaktor finde und für den Arm eines Brown Suits. Ich habe das ganze Spiel auf Englisch, es ist aber auch auf Deutsch spielbar. Ich habe es angefangen damals zu spielen, da ging es nur auf Englisch und dann habe ich es einfach so gelassen, weil es mich nicht stört und ich das auch so gewohnt war. Hier finde ich jetzt den zweiten Teil von dem Thermalreaktor und kann somit noch mehr Energie in meiner Basis selber herstellen. Und wie man sieht, das Ganze spielt nicht nur unter Wasser, sondern es gibt auch begehbare Inseln und die man ja erforschen kann, die man auch erforschen muss, denn gerade auf dieser Insel zum Beispiel gibt es schon relativ am Anfang des Games Technologien und Blaupausen zu finden, die wir für das Base Building brauchen. Und dann gibt es noch eine andere Komponente in dem Spiel, die keine unerhebliche Rolle spielt, und zwar ist das die Alien-Technologie, die wir ebenfalls erforschen und ergründen müssen, um dann überhaupt am Ende von der Insel wegzukommen. Und diese Portale spielen dabei auch eine nicht unerhebliche Rolle.
Aber ihr kennt mich, bei mir gibt es keine Spoiler. Was sich hinter den Portalen befindet, das müsst ihr selber rausfinden. Wie gesagt, klare Kaufempfehlung, Subnautica ab heute voll umfänglich erhältlich. Viel Spaß beim Zocken.